Okay, na denn. Ja, du mich auch. Du kannst mir mal dahin lecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Fang mal als Zweiter an, damit du deine scheiß sechste Karte kriegst. Ich hoffe, du wirst damit glücklich. Oh, Exil des Bösen. So eine dämliche Scheißkarte. Ich hasse sie so dermaßen. Was haben wir hier eigentlich? Das ist Slifer der Himmelsdrache. Na super. Das hat sich ja mal wieder total gelohnt hier. Wir haben auf jeden Fall eine super Elite auf dem Feld. Mit der können wir nur gewinnen. Grundsätzlich. Dann kommt da jetzt dieser komische Geist der Seelenlosen. Ja, ich würde mal sagen, lassen wir. Ich hätte ja eigentlich viel lieber mal ein vernünftiges Monster, was man auch spielen kann. Alles klar, das Duell hat sich eh schon erledigt, weil Yugi hat keine Zerstörungskarte für... Ach, verdammt. Für Zauber- und Fallenkarten. Demnach ist das Duell jetzt eh gelaufen. Und eigentlich können wir auch schon aufgeben. Wir werden jetzt erstmal den magischen Zylinder aktivieren. Und dann werden wir diesen Schaden vereiteln, indem wir Kuribo abwerfen. Verloren haben wir eh, also ist doch scheißegal, was wir jetzt machen. Wir können nur versuchen, das Beste rauszuholen hier. Kartenzerstörung, das ist auf jeden Fall gut. Dann schicken wir nämlich alles auf den Friedhof, was wir hier haben auf der Hand. Und dann haben wir immerhin Lichtschwerter und können uns, ja, drei Züge auf jeden Fall vergönnen. Die drei Züge reichen allerdings auch, um Final zu errufen. So, dann kommt jetzt Elegant Wohltäterin und schmeißt er hier noch zwei Karten ab. Und das Duell ist für uns eh gleich gelaufen. Von daher macht das alles nichts mehr. So, was ziehen wir jetzt? Ja, na, das ist ja schon mal, scheiße. Gut, dann kommt jetzt der keltische Wächter, der Elfenschwertkämpfer, der gute Alte. Und dann schicken wir Sangan auf den Friedhof. Okay. Gut, dann kommt jetzt auf jeden Fall gleich seine schöne vierte Karte. Fina hat er jetzt schon stehen. Fina. Gut, wir können jetzt noch Seelentausch wahrscheinlich aktivieren. Weil wir jetzt vermutlich ein Opfermonster ziehen. Nein, tun wir nicht. Stattdessen Zauberkarten, die sind ja sowieso heiß begehrt hier. Da hat er noch einen Sangan. Kann er sich den Arsch mit abwischen. Und dann ist dieses Duell jetzt auch beendet, weil Final seine letzte Form annimmt. Und dieses Duell auf jeden Fall... Nein. Gott, Leute. Die liegt auf dem Friedhof, weil wir Kartenzerstörung aktiviert haben. Das bedeutet, es besteht eine reelle Möglichkeit zu gewinnen. Okay, das dunkle Magiermädchen, das werden wir uns aufheben. Wenn er jetzt nämlich gleich seine dunkle, komische Ehrfurcht da spielt, was vermutlich passieren wird, werden wir nämlich die dunkle Ehrfurcht übernehmen und opfern und dann das dunkle Magiermädchen rufen. Tja, mein Freund, mit Kartenzerstörung haben wir das nämlich verhindert, dass du genau das tust, was du tun willst. Jetzt kommt der kopflose Ritter. Shit, der hat 1450. Doof. Okay. Es hindert uns jetzt allerdings nicht daran, Folgendes zu tun. Genau diese Karte wollte ich schon immer haben. Das ist meine Traumkarte eigentlich sogar. Wir werden jetzt das hier tun, dann werden wir mit dieser Karte werden wir dann den Kopflosen übernehmen. Den werden wir dann auf jeden Fall opfern, um das dunkle Magiermädchen zu beschwören. Und dann wird es die Zauberformel geben, die magische Formel, um das dunkle Magiermädchen noch auszustatten. Wir können allerdings nicht in die Battlefaced gehen. Aus seelentauschischen Gründen offensichtlich. Ja, tja. Kannst es ja mal versuchen, die Karte zu aktivieren. Vielleicht findest du den letzten Buchstaben ja beim 7. Mal in dem Deck. Man weiß es nicht. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall mit dunkles Magiermädchen haben wir erstmal eine gute Karte auf der Hand. Vervielfachen bringt uns nichts. Kuribu liegt auf dem Friedhof. Battleface. Jetzt werden wir erstmal hier das Feld aufräumen. Zuerst geht diese Karte auf den Friedhof.
Und dann gehen wir in die Endphase und kann, ja, nein, das wird nichts. Das Gute ist auf jeden Fall, dass dunkles Magiermädchen auf jeden Fall stärker ist als dunkle Ehrfurcht. Wir dürfen die denn bloß eben nicht zerstören. Jetzt hat sie da eh was verdeckt. Er meine ich, nicht sie. Alpha. Mit Alpha können wir jetzt nicht so viel anfangen eigentlich. Wir können sie nur verdeckt beziehungsweise im Angriffsmodus spielen und eventuell uns rantasten. Mal schauen. Ach so, jetzt wird er mit dunkler Geist. Ach, das ist ja witzig. Ja, jetzt haben wir 100 Punkte verloren. Freust du dich jetzt einen Keks oder was? Aber wir können ja nochmal angreifen. Dann nehmen wir die. Ach, da ist natürlich genau die gleiche Karte drunter. Na, das ist ja ein Zufall. Mensch. Überraschung. Okay, hat gerade ein bisschen geleckt, das Spiel. Tja, Wiedergeburt. Das ist eine wunderschöne Karte, die ich nur zu gerne aktiviere. Die Frage ist, hole ich den Buster Blader wieder? Ich glaube, ich hole den Buster Blader wieder. Das ist die beste Idee, glaube ich. Slifer will ich nicht wiederholen, weil Slifer nur 2000 Angriffspunkte hätte, da sich die Angriffspunkte von Slifer durch die auf der Hand befindlichen Karten definiert. Dann werden wir jetzt erstmal die schönen Bilder hier aus dem Weg räumen, die mir so wunderschön auf die Nerven gehen. Das dunkle Magiermädchen macht seinen Job. Dann der Buster Blader, der hier eindrucksvoll angreift. Und dann haben wir hier den abgebundenen Geist, natürlich. Okay, feine. Nein, auch beim 32. Mal wirst du die Karte in deinem Deck nicht finden. Weil nämlich der letzte Buchstabe auf dem Friedhof gelandet ist. Okay. Visa des. Ach nee, komm. Muss das sein? Tag des Glücks. Gehirnkontrolle. Ja, wir aktivieren eine Karte, denke ich, oder? Machen wir das? Machen wir das? Ich bin mir nicht sicher. Machen wir das? Wir machen das. Nee, noch nicht. Wir machen das noch nicht. Wir warten. Wir machen das jetzt. Wir aktivieren magische Hüte. Und verstecken diese Karte darunter. Stattdessen nehmen wir diese Karte, weil die unnötig ist. Und wir nehmen diese Karte. Okay. So. Die Frage ist, wird das jetzt noch gemischter auf dem Feld oder bleiben die jetzt so liegen? Ne, wird noch gemischt. Okay. Aber meistens weiß er es ja. Ja, war klar. Wofür sind die magischen Hüter eigentlich gut, wenn der Gegner ständig weiß, was er angreifen muss? Gute Frage. Nächste Frage. Okay. Wieder zerstöre das Monster während der dritten... nicht der Beschwörung. Dieser Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, bis der Effekt aufgelöst ist. Gut, dann werden wir jetzt Folgendes tun, nämlich den hier nehmen und dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als den Angriff hier drauf zu starten. Was nicht funktioniert. Was mich ein bisschen anpisst gerade. Okay, der Angriff darauf funktioniert nicht. Das bedeutet für uns jetzt, dass wir entweder am Po sind oder dass wir am Po sind. So wirklich klar ist das noch nicht. So, erster Zug. Ich weiß nicht, hat er jetzt Buster Blader eigentlich ausgewählt oder? Gut. Warte mal, wenn wir jetzt hier Gedankenkontrolle machen, zahle 800 Life Points, um offene Monster zu wählen, das dein Gegner kontrolliert. Irgendwann bis zu Ende Phase die Kontrolle über das gewählte Ziel. Dann werden wir jetzt Folgendes tun. Wir werden diese Karte aktivieren. Gedankenkontrolle. Und übernehmen die Kontrolle über dieses Monster. Dann werden wir diese Karte aktivieren. Und dieses Ding hier zerstören und ihm dafür dieses Monster wiedergeben. So, damit ist nämlich, bleibt nämlich die Karte verschont. Gut. Das ist schon mal ein Vorteil.
Können wir damit angreifen und dann werden wir hiermit noch angreifen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt doch lieber Slifer. Ich würde mich freuen, wenn ich den nochmal zurückholen könnte. Ja, ansonsten müssen wir jetzt auf Deckleere spielen, was bei ihm eintritt als bei mir. So, jetzt greift er an. Gut, das sind 400 Punkte Schaden immerhin. Dann geht der Riesenschildgärtner in die Angriffsposition. Faszinierender Kreis ist natürlich eine Maßnahme. Dann opfern wir jetzt... wir opfern den nicht. Das wäre Unsinn. Stattdessen gehen wir in die Verteidigungsposition und greifen mit dem dunklen Magiermädchen diese Karte an. Die Unglückskatze. Okay, nein, wollen wir nicht. Okay. So, Angriff. Zerstört. Sehr, sehr gut. Endphase. Na, scheiße, wir hätten ja faszinierenden Kreis spielen können. Dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn wir dunkles Magiermädchen gespielt hätten. Na gut. Ist ja auch egal. Nein, nein, wollen wir nicht. Nein, wollen wir auf keinen Fall. Ein verdecktes, verteidigtes Monster. Aha. Gut, dann haben wir noch Lichtkraftschwert. Das ist jetzt allerdings auch nicht so die Karte, die ich für gut empfinde. Faszinierender Kreis, bla, so. Nein. Was wir dann natürlich machen könnten, wäre sein Monster... Er wird sich ja garantiert für Buster Blader entscheiden. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und ich würde ungern Buster Blader ehrlich gesagt hergeben. Das ist so kompliziert. Wir können auf jeden Fall, könnten wir den faszinierenden Kreis darauf anwenden. Warte mal, wie viel erhält denn der pro Drache? Das ist auch von Typ Drache, dass dein Gegner kontrolliert. Oder dass ich in sein... Ach, in seinem Friedhof? Wieso das denn? Ich dachte... Was sich in unserem Friedhof befindet. Da macht Buster Blader ja eigentlich bloß bei Seto Kaiba Sinn. Wenn der da seine weißen Drachen auf den Friedhof schickt. Ständig. Ja, ja, ich weiß. Du hast nichts im Deck. Das haben wir eindrucksvoll mit Kartenzerstörung vernichtet. So. Nein. Nein. Aus. Sitz. Platz. Wird er sich nämlich, so wie ich das sehe, momentan doch nicht für den Buster Blader entscheiden. Sondern für das dunkle Magiermädchen. Gut, dann rufen wir jetzt Beta, den Magnetkrieger, oder Beta Magnetkrieger. Und dann werden wir hier eine Angriff provozieren. Indem wir diese Karte zerstören. Das ist schon wieder eine Unglückskatze. Der hat offensichtlich keine Feinkarten mehr im Deck. Ja, ich glaube, ich werde es jetzt darauf hinauslaufen lassen, dass wir auf Deckleere spielen. Weil ich momentan keine Möglichkeit sehe, um hier noch den rettenden Anker werfen zu können, quasi. Weil wenn ich diese Ehrfurcht schlage... Und vom Feld räume, was sicherlich passieren wird. Dann, so, Lichtschwert aktiviert. Nein, möchte ich nicht. Okay, da knurrt mein Magen gerade. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Und dann werde ich nämlich Folgendes machen. Und den faszinierenden Kreis auf die finstere Ehrfurcht anwenden. Nur damit er jetzt eine weitere spielen kann. Na, das ist ja begrüßend. Das nehme ich doch mit Handküsschen. Das ist schon mal gut. Dann kommt jetzt diese Karte. Und dann können wir nämlich noch Folgendes tun. Diese Karte wird auf den Friedhof geschickt. Und diese Karte wird auf den Friedhof geschickt. Und das Gute ist jetzt... es hat sich eine vollkommen neue Möglichkeit ergeben... die allerdings nichts bringt, weil mir gerade auffällt, dass er ja schon die zweite ehrfürchtige Todeskacke da auf dem Feld hat. Allerdings können wir hiermit
wunderbar das dunkle Magiermädchen ausrüsten und sie damit zur stärksten Karte auf dem Feld machen. Dann beschwören wir in jedem Fall für Beta eine weitere dunkle Magierin. Und dann werden wir mit dem dunklen Magiermädchen diese Karte angreifen und einen Schaden von hohen Punkten verursachen. Okay, so, 2100 waren das gerade. Damit sind wir aber noch lange nicht am Ende. Aha, so. Ja, finale Nachricht, bla bla bla. Vielleicht wird er sich jetzt auch Dings vorknöpfen. Nee, wird er nicht. Okay. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den schwarzen Magier auf der Hand. Dann werden wir mit Busterblade die verdeckte Karte angreifen. Das ist dieser Yingu Spiritu irgendwas. And Face. Ich will ehrlich gesagt nicht das dunkle Magiermädchen opfern. Aus Gründen. Und nur um den dunklen Magier aufzurufen, wäre das auch ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt. Außerdem hat er ja nur 4 Karten auf dem Feld, beziehungsweise im Deck. Okay. Gut, dann Angriff und Angriff. Und dann haben wir hier noch ein dunkles Gemälde, oder wie das heißt. So, das ist die Attacke. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr langes Duell. Ich glaube, das wird dann ein sehr langer Part schon mal. Ja, jetzt hast du noch 4 Karten. Und das Deck schwindet und schwindet und schwindet. Da waren es nur noch 3 Karten. Oh Mann. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Du wirst so grausam untergehen. So, jetzt können wir dann nämlich auch hier seine ehrfürchtige Ehrfurcht zerstören. Am besten beide, wobei die zu viel Verteidigung hat. Aber da die ja im Angriff liegt, ist ja alles wunderbar. Dann machen wir Folgendes nämlich. Die hier macht den kaputt. Und die hier macht den kaputt. Und dann macht die hier den kaputt. Ah, ich bin doof. Das hätte sich jetzt natürlich total angeboten, hätte ich den Riesenschildgärtner geopfert. Ja, das dachte ich mir fast, dass er sich jetzt dafür entscheiden wird. Und was wird jetzt passieren? Nämlich das hier. Spiegelkraft. Okay. Das gibt dann, denke ich mal, 2000 Lebenspunkte noch zusätzlich. Wunderschön, einfach wunderschön. Ja, dann rufen wir jetzt hier mal an der Stelle Gamma auf. Wirklich was haben wird er da wohl jetzt nicht mehr. Deswegen, ach, das ist seine Unglückskatze. Er hat noch 2 Karten im Deck. Dann können wir es doch jetzt so beenden. Das trifft sich doch. Angriff, 2000 Lebenspunkte verloren und das ist der Sieg. Fantastisch. Bakura, alles in Ordnung? Hey, wo bin ich? Du bist jetzt mit deinen Freunden, Bakura. Ich bin froh, Bakura ist in Ordnung. Der Millennium-Ring ist wie mein Puzzle. Er hat einen antiken Geist, der jemand anderen braucht, um zu existieren. Und auch wenn der Geist vom Ring böse ist und Bakura gegen seinen Willen steuert, so scheint es braucht dennoch Bakura, um zu überleben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Bakura und mir. Was ist das? Der Geist in meinem Gegenstand ist mein Freund und du und ich sind immer für uns da, um uns gegenseitig zu unterstützen, egal was in unserem Weg kommt. Du warst da, um mir zu helfen, als mein Großvater in Schwierigkeiten war und jetzt bin ich hier, um dir zu helfen, die Welt vor dem Bösen zu retten. Ich verspreche dir, dass wir zusammen das Geheimnis deiner Vergangenheit herausfinden und wie du deine verborgenen Kräfte entsperrst, bevor Marek sie nehmen kann. Weil dein Schicksal ist auch meins und wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Das ist richtig. Das war ein hartes Duell, aber dank unserer Teamarbeit und das Herz der Karten waren wir erfolgreich. Jetzt gehen wir auf die zweite Runde zu und wir werden es den ganzen Weg schaffen. Okay, dann werden wir jetzt fortsetzen das Duell.
fortsetzen. Genau, jetzt können wir tauschen. Dann haben wir noch ein neues Deck, ein neues Herausforderungsdeck. Und diese Todesfurcht da, bla bla bla. Denn die barmherzige Wohltäterin und den dunklen Geist der Stille sowie ein paar Duellantenpunkte.